Hallo, wir sind Hinnerk und Friederike und wir segeln um die Ostsee. Wir sind jetzt in den Orlands und zwar im Norden der Orlands, kurz vor dem Botnischen Meerbusen. Aber hinter uns liegt die Strecke von Finnland, da haben wir uns ja das letzte Mal hergemeldet, also Helsinki. Und dann die ganzen finnischen Schären runter über die Orlandinseln bis hierher. Unser Finnland-Trip hat ja in Helsinki begonnen und ich möchte nur ein Highlight nennen, denn in Helsinki hat mich besonders die Felsenkirche beeindruckt. Die ist in den Fels reingebaut und ich hatte eigentlich erwartet, dass ich mich dort nicht wohlfühle, aber ich habe mich unheimlich geborgen gefühlt. War eine ganz schöne Stimmung. Und dann kam der Urlaub. Wir sind tatsächlich dann in die Schären gefahren und wie wir uns das auch schon so ein bisschen erhofft hatten und darauf gefreut haben, war es wirklich wunderschön. Wir hatten ganz tolles Wetter, die Temperaturen sind gestiegen. Das ist Segeln! Und die erste Nacht in den Schären war auch gut. Da haben wir unsere Schärenhaken ausprobiert. Erstes Mal Schären ankern. Check. Bis es dann am Morgen Pling machte. Der Schärenhaken hatte sich gelöst und wir mussten dann ganz schnell ablegen, denn wir drohten auf die Steine zu treiben, die links von uns lagen. Wir mussten auch die Leine dann dort lassen, an Land lassen, weil wir nicht mehr an Land gekommen sind. Und sind dann aber von der anderen Seite an die Insel dran, an der wir gelegen haben. Fredi hat mich abgesetzt. Ich habe einen Spurt über die Insel hingelegt, habe die Leine geholt und wieder zurück an Bord. Das war morgens um 7 schon mal ein schönes Kennenlernen der finnischen Schären. Wir lassen niemanden zurück, auch keine Leine. Und so ging das im Prinzip auch weiter. Also wir hatten schöne Liegeplätze in den Schären, haben geankert. Und wir konnten auch wunderbar, richtig schön, einfach segeln in den Schären. Und man merkt auch, Finnland ist eine Segelnation. Die segeln hier richtig viel, viel mehr als in den baltischen Staaten. Das Wasser ist voll mit Seglern, die nicht nur das Segel hochziehen, wenn achterlicher Wind ist, sondern auch mal, wenn es gegen angeht. Wir natürlich auch. Und in den Schären hatten wir dann auch endlich die Gelegenheit, unser super tolles Beiboot auszupacken. Für 50 Euro. Aber es hat uns getragen und ich war sehr glücklich. Ehrlich. Und das klingt jetzt so, als ob es die ganze Zeit nur noch super ist und seit unseren Ruderproblemen gar nichts mehr passiert ist. Natürlich gehen bei uns auch Sachen kaputt. Bei uns ist ein Reiter vom Großsegel kaputt gegangen und ein Beschlag vom Spiebaum. Und in Hanko hat sich das dann plötzlich alles geklärt. Dort haben wir alle Teile bekommen. Endlich wieder Spiesegeln. Von den Orlands hatte ich ehrlich gesagt ganz hohe Erwartungen, weil alle immer davon schwärmen, wie toll doch die Orlands sind. Und ehrlich gesagt, so der südliche Teil war wirklich schön, ja, aber ist jetzt kein großer Unterschied zu den finnischen Schären. Wir haben wieder die ganze Zeit geankert. Wir haben jetzt, glaube ich, das 5. Mal in Folge keinen Hafen angelaufen. Und das funktioniert sehr gut. Und sehr schön ist tatsächlich der Norden. Vor Mariehamn, der Hauptstadt von den Orlands, habe ich dann meinen neuen Lieblingsort entdeckt. Cobba Clinter, eine kleine, wirklich kleine Insel, die früher eine Lotsenstation war und wo jetzt ein richtig nettes Café drauf ist. Ja, und jetzt sitzen wir am nördlichen Ende der Orlands und wollen morgen früh den Absprung machen, den Botnischen Meerbusen hinauf. Und wir haben uns entschieden, doch nicht ganz in den Norden zu fahren bis nach Haparanda. Wir hatten es in unseren Köpfen durchaus drin, aber die Zeit reicht nicht. Und deswegen werden wir erstmal Vasa als Ziel ins Auge nehmen und dann vermutlich rüber nach Schweden.
Aber davon berichten wir dann nächstes Mal.